So, ich wollte jetzt mal zeigen, wie man diese Covid-19-Tracking-Funktion in Android wieder abgeschaltet bekommt. Dazu geht man in die Google-Einstellungen und da oben findet man jetzt Covid-19-Notification. Das wollen wir nicht mehr. Deswegen gehen wir zurück, gehen dann in die Settings, gehen da auf Apps. So, und hier suchen wir die App Google Play, nicht Play Store, sondern, so, wo haben wir sie? Hier, Google Play Dienste. Da ist sie. Die wollen wir auf Werkseinstellung zurücksetzen, wo diese Tracking-Funktion eben noch nicht drin war. Tippen wir da einfach drauf. Sagen jetzt deaktivieren. So, jetzt sagt er Daten löschen und App deaktivieren. Da sagen wir jawohl, das wollen wir. Durch Werksversion ersetzen, sagen wir auch jawohl, das wollen wir. Jetzt sagt er uns, das ist ein aktiver Geräteadministrator. Dann gehen wir in die Geräteadministratorverwaltung. So, das ist das hier oben. Das schalten wir jetzt aus. Deaktivieren. Sehr schön. Und jetzt können wir die Google Play-Dienste nämlich auf Werkseinstellung zurücksetzen. Updates deinstallieren. Jawohl. Jawohl. Und wird deinstalliert. Wunderbar. Deinstallation abgeschlossen. So, jetzt ist das Ding wieder auf den Werkseinstellungen, wie wir es haben wollen. Und wenn wir jetzt wieder in die Google-Einstellungen gucken, da sehen wir, oh Wunder, die Tracking-Funktion ist raus. Ja, und genau das wollten wir erreichen.